Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Hunter Call of the Wild. Da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich am Berg oder am Fuß des Bergs, sind gar nicht oben drauf, denn unten sind schon die Steinbockfährten. Also versuche ich die mal zu verfolgen, weil die noch relativ frisch sind, noch nicht ganz so alt. Also vielleicht werden wir die erwischen, denn wir müssen ja eh da hinten Richtung Lodge und jetzt kommt hier der See. Also die müssen ja im Zweifel dann auch links abgebogen sein. Und vielleicht sieht man sie dann irgendwo hier unten am Wasser, in der Nähe des Wassers stehen, wenn wir die gleich hoffentlich irgendwo erwischen und noch näher kommen. Also werden wir einfach das hier aufnehmen. Die Chance. Siehst du, da vorne haben wir ihr Bedürfnisgebiet. Frage ist nur. Sag nicht, die sind nach da abgehauen dann wieder. Sag nicht, die sind dann wieder nach hier abgehauen. Doch sind sie, ne? Doch sind sie anscheinend. Denn da unten ist nichts mehr. Dann sind sie hier wieder hoch. Aber wir hören sie auch schon. Jetzt gilt nur noch die zu finden. Was hier natürlich bei der Sichtbarkeit schon wieder eher das Problem sein könnte. Aber hören tun wir sie noch. Ich kann zwar nicht genau definieren, woher das kommt, ehrlich gesagt. Ja, wir haben eh keinen. Und ist auch noch irgendwo einer, ne? Hier direkt in den Büschen ist einer drin. Haben wir schon gesehen. Und da links, glaube ich, gleich raus. Da unten ist auch einer. Ein weiblicher, glaube ich. Das ist ein Mufflon. Lol. Aber habe ich da oben nicht gerade einen Steinbock gehört? Bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt gerade. Ja, auch Mufflon. Das ist natürlich. Machen nicht Steinböcke diese Gehgeräusche? Mach dem Ibex hier auf der Spur. Natürlich jetzt super, wenn sich hier die beiden Arten vermischen. Das ist doch ein Steinbock. Ja, das ist doch irgendwo ein Steinbock, der da steht. Ich gehe mal hier einfach den Hang hoch. Weil dann werden wir hier die Sicht ein bisschen besser haben. Da unten steht nämlich irgendwas hinterm Busch. Ja, das ist aber ein Mufflon, oder? Da ist wieder ein Mufflon, da hinten. Da ist ein Steinbock. Das ist auf jeden Fall ein Steinbock da hinten. Gut, ich sag mal so, getroffen haben wir den. Gut war aber anders. Gut war definitiv anders. Ich weiß nicht, ob der umfällt bei dem Schuss, weil der war echt eine Katastrophe, glaube ich. Da liegt er doch schon. Gar nicht so weit gekommen, ehrlich gesagt.
Der war also gar nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Damit haben wir noch den ersten Steinbock von der Art. Und damit drei der vier Arten bis zum Grand Slam abgehakt. Der letzte kommt natürlich dann auf dem letzten Berg quasi noch. Aber anscheinend haben die hier alle ihr Bedürfnisgebiet. Deshalb kommen die alle immer wieder hierhin zurück. Denn die Mufflon, wissen wir, die hatten da unten irgendwo ihr Gebiet. Und den Steinbock, der hatten wir hinten gesehen. Wo wir mal den Bogen machen mussten nach hinten. Aber alle an dieser Ecke hier, ne? Alle an dieser Ecke. Aber sonst sehe ich da auch nicht gerade viel mehr. Da hinten rennt noch was auf dem Hang. Aber wir gehen dem einsammeln, dann gehen wir mal Richtung Lodge, weil wie gesagt, die sind auch noch 800 Meter entfernt und es muss man sich nicht allzu lange aufhalten. Denn an der Lodge muss ich heute auf jeden Fall noch ankommen. Erde da, was ich ja gesehen habe zwischen den Bäumen. Ich glaube schon. Oben auf dem Hang sehe ich jetzt auch so spontan nichts. Wir gucken uns erstmal den Steinbock hier an. So, da haben wir ihn doch. Ja, ein bisschen hinten dran tatsächlich, aber immer noch eine Goldwertung tatsächlich. War nämlich relativ schnell tot. Also, die haben gar nicht so ein großes Dings, ne? Gar nicht so ein großes Gehirn. Klopfen wir mal aus, denn das ist natürlich hier unser erster von der neuen Art. Entsprechend packen wir den auf jeden Fall mal ein. Und ich gucke mal gerade hier den... Ach, guck mal, hat sogar die Dings gehabt hier. Effizienzbonus. War aber ein bisschen lucky auch, ne? Habe ich gar nicht mehr dran gedacht an die Mission. Aber war ein bisschen lucky. Steht hier im Hügel, oder? Steht er davor? Steht dahinter, ehrlich gesagt. Ja, das ist verdeckt, ne? Gut, ich habe jetzt nicht in die Erde reingeschossen habe. Den werden wir aber so nicht erlegen können. Und der wird sich auch wahrscheinlich nicht großartig. Großartig da wegbewegen. Aber von hier kommen wir in eine Position. Ich glaube, muss noch den Busch hier überwinden. Und dann steht er da offen vor uns. Schon ein bisschen hoch gewesen, ey. Fast schon ein bisschen hoch gewesen. Ich flitze mal gerade, weil wir eigentlich ja Richtung Lodge wollen. Und der jetzt auch schon wieder nicht auf dem Weg liegt. Was habe ich hier für eine Mission? Aus 300 Metern. Lol, okay. Ja. Gut, ich meine, 300 Meter ist es hier nicht so das Problem, weil wir halt hier schon die Gelegenheit haben auf der Map. Aber da muss natürlich trotzdem erstmal was sehen. Haben wir ja bei der letzten Folge, glaube ich, gesehen, wo wir den gegenüber den Hang die ganze Zeit beobachtet haben. Der war ja, glaube ich, so teilweise 300 Meter plus, aber da war halt kein Tier. Dementsprechend muss man natürlich auch dann das entsprechende Glück haben. So, unser Mufflon liegt da vorne. Das nehmen wir mit. Dann nehmen wir doppelte Lungentreffer. Boah, sehr laut, ey. Was ruft da unten? Das Mufflon. Willst du gerade ab der... Das Problem ist, dass sie halt aus zwei Richtungen kommen könnten, ne? Weil man die wieder so hervorragend hört. Nämlich ungefähr gar nicht. Eigentlich in alle... Was liegt denn da oben? Lol, was hab ich denn da angeschossen? Was hab ich denn da angeschossen?
Wo kommt denn das Mufflon her? Jetzt mal ehrlich. War das noch eins aus der letzten Folge? Habe ich da eins noch hinterhergeschossen oder so irgendwo? Oh, das war jetzt lucky, dass wir das gefunden haben. Das war jetzt in der Tat ziemlich lucky. Damit hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet, dass wir hier noch eins liegen haben. Aber ich komme mir daran erinnern, dass wir da überhaupt noch eins auf dem Schirm hatten, ehrlich gesagt. Aber soll mir natürlich recht sein. Ich werde jetzt hier den Hang ein bisschen ablaufen, denke ich mal. Da sind auch die ganzen Fährten, aber ich weiß nicht, ob die noch großartig unterwegs sind oder ob die schon einen Bogen gemacht haben da runter. Das wird wahrscheinlich eher der Fall sein. Die kommen ja schon mal entgegen hier zum Beispiel. Sind auch schon in die falsche Richtung. Hier hinten hören dann die Fährten auf. Also wenn sie eben noch alte Fährten sein. Oder von gerade die dann halt da runtergegangen sind wieder zum Bedürfnisgebiet. Was uns aber nichts mehr bringt. Denn da waren wir gerade. Und da ist nicht die Lodge. Dementsprechend gehen wir einfach mal ein paar Meter hier weiter geradeaus. Mal auch hier könnte man super, glaube ich, auf 300 Meter was erlegen, wenn da unten halt was stehen würde, ne? Da könnte man die 300 Meter auf jeden Fall durchaus voll machen. So, aber wir gehen mal hier hin. Davon ist auch noch eine Fährte. 800 Meter nämlich bis zur Lodge, was schon ziemlich zeitlich eng werden könnte. Gucken, was uns auf dem Weg da noch begegnet, erwartet, aufhält. Und das ist vielleicht auch die Steinböcke wieder gewesen. So aus, ja. Ob es sogar die alte Fährte, die wir schon angetrackt hatten, oder? Ja, ja, genau. Da sind wir nämlich gerade runtergegangen. Dementsprechend ist es halt genau das Rudel. Wie alt die hier sind. Sehr frisch. Also die sind schon wieder hier am Start anscheinend. Wir sind schon wieder hier am Start. Das bringt mir aber nichts. Dann war das aber, dann war das da hinten, wo die Mufflon war, wo ich den Stein mal geschossen habe, muss ja dann ein anderes Rudel gewesen sein, oder? Das muss ja dann echt ein anderes Rudel in dem Moment gewesen sein. Denn wenn die hier oben in den Bergen irgendwo waren und jetzt auch schon wieder zurück wollten halt zu ihrem... Vielleicht waren sie auch schon da unten gerade wieder an dem Wasserloch. Ja. Da unten sind sie nämlich. Wahrscheinlich wieder am Bedürfnisgebiet, logischerweise. Aber da können wir mal einen Abstecher runter machen. Auch wenn ich sie eigentlich am Hang lang laufen wollte, aber gut, da hat ein Tier direkt vor mir aufploppt, ist eh unwahrscheinlich. Also gehen wir mal einfach unten gucken. Ob wir da was sehen. An den Fährten dürfen wir uns jetzt nicht orientieren, weil hier einfach auch 20.000 Fährten sind, von hoch runterlaufen, gekreuzt laufen und schief laufen. Also hier sind einfach alle am Start. Deshalb gehen wir einfach nur da unten mal nachschauen, ob da irgendwas zu sehen ist in den Büschen. Da ist er. Wahrscheinlich auch genau der, der gerade gerufen hat. Würde ich mal so einfach blind ins Blaue raten. Oder das anscheinend der Einzige. Weiß ich auch nichts, was irgendwie zwischen den Büschen noch wegspringt. Also vermutlich der einzige Steinbock, der da noch war. Nehmen wir mal mit. Genau an dem Bedürfnisgebiet, was wir gerade schon
sozusagen ausgemacht haben. Knappe 700 Meter noch bis zur Lodge. 4 Meter haben wir nicht gut gemacht. Und dafür aber ein weiteres Tier hier erlegt. Na, da unten ist er. Dann gehen wir hier unten am Ufer entlang. Da unten rennt auch schon wieder irgendwas rum. Ein paar europäische Mufflon. Aber keine 300 Meter, glaube ich. Die haben auch so 200. Ja. Entsprechend lassen wir die jetzt mal einfach am Leben. So. Gucken, was der hier sagt. War auch ein männlicher, glaube ich. So ist es. Auch Goldwertung. Ein bisschen besser als der gerade auf jeden Fall. Auch Schiebehörner. Stopfen wir mal aus. Nehmen wir mit. Und dann setzen wir unseren Weg fort. Was wir an der Uferseite nicht sehen. Ja, da hinten die Uferseite ist halt so belebt. Aber die andere Uferseite habe ich einfach noch gar nichts gefunden. 4 Stück sind hier. Angeblich irgendwo. Aber wir haben nur den einen jetzt hier erwischt. Der geht auch noch ziemlich in die Richtung. Hier oben scheint es aber auch keine Reh oder so zu geben, ne? Reh, Wildschwein und sowas hatten wir hier auch nicht in diesem Gebiet. Hier, der ist da hochgelaufen, ne? Den werden wir dementsprechend nicht weiter verfolgen. Und hier nochmal ein Bedürfnisgebiet, auch nochmal 5. Ja, genau sogar die Zeit gerade, ne? 8 Uhr bis 11:30 Uhr, wir haben jetzt 9:25 Uhr. Eigentlich liegen wir genau in der Zeit drin. Werden wir aber fürs Erste ignorieren und versuchen, noch ein paar Meter Richtung Hütte zu machen. Hinten raus echt wenig. Tatsächlich. Müssen wir gucken, ob wir da irgendwelche Fährten gleich sehen. Oder irgendwelche anderen Anhaltspunkte. Ob da irgendwas zu sehen ist oder nicht. So. 470 Meter noch zu gehen. Aber wieder bei eng, ne? Wenn wir auch noch ankommen. Vielleicht mal gleich einen kurzen Zwischensprint einlegen, solange hier eh nichts zu sein scheint. Da hinten auch nur alles Felsen. Diese Felsen sind echt so herausstechend teilweise, dass sie einfach diesmal aussehen, als wenn da irgendein Tier steht. Weil sie so eine total helle Färbung haben gegenüber der Umgebung. Aber hier ist aber auch nicht leicht, ne? Auch Sichtbarkeit super schwierig. Wenn hier was begegnet, hast du wahrscheinlich auch schnell verloren. Dann geht es gleich auch noch so einen kleinen Hang hoch. Bevor wir dann an der Hütte ankommen. Und durch den guten alten Kiefernwald hier durch. Da erwartet uns ein Rothirsch. Den gehen wir auf jeden Fall mal an, weil der Wind steht auch sehr gut. Je nachdem, ob der auf meinen Call reagiert oder nicht, kann auch sein, dass der wieder so nah am Wasser drin ist, dass der wieder an der Tränkstätte ist oder so. Meinst du, wir hatten ja gerade schon mal den Anfangs- oder letzte Folge schon? Weiß gar nicht. Den Rothirsch, der da sich erst relativ spät bemerkbar gemacht hat. In einer ziemlich weiten Entfernung. Aber den hatten wir jetzt eigentlich ganz gut lokalisieren können von der Richtung her. Dementsprechend kann man einfach mal drauf zulaufen. Und hier ist auch der Laubwald, der es noch ein bisschen leichter macht, weil der nicht so viel Buschvegetation hat. Also hoffe ich mal, dass die Sichtbarkeit da gleich eigentlich ein bisschen besser wird. Vor allem, weil die da, glaube ich, ein bisschen auch abfällt. Dann sollte man den hoffentlich sehen. Im Zweifel wird er sich nochmal bemerkbar machen.
haben wir zumindest auf der anderen Seite hier von dem See auch nochmal was erwischt. Er müsste aber Doppellunge sitzen haben, oder? Sollte nicht allzu weit kommen. Kurze Distanz. Voll drauf. Ah, der muss aber... Der muss aber gleich liegen. Ja, da liegt er auch schon. Sehr gut. Sehr gut. Das ging also doch hier relativ fix. Ich weiß nicht, ob es der einzige hier war. Aber die Fährten sind zumindest alle von dem, ne? Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass es der war, der auch gerufen hat. Auch wenn er wahrscheinlicherweise ein bisschen von links rüber kam, wo ich ihn jetzt nicht so vermutet hätte. Aber auch den nehmen wir mit. Doppellunge, so sieht's aus. Volle Wertung. Mehr geht nicht. Aber wie gesagt, diese ganz großen Rothirsche habe ich auf der Map noch nicht gesehen, ne? Alle Rothirsche, aber dafür muss ich sagen, haben wir auch, glaube ich, haben wir auch schon einen weiblichen gesehen? Das ist eine gute Frage. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass wir mal einen weiblichen vorhatten. Alle Rothirsche, die wir bis jetzt hatten, waren Einzelgänger und männlich, glaube ich. Bisher, glaube ich, noch keinen einzigen weiblichen Rothirsch gesehen. Erstaunlicherweise. So, gehen wir mal hier lang. Da hat es sogar ein bisschen besser, glaube ich, als die da vorne links, weil da vorne links hat man so Nadelwald und Buschwald. Da kommen wir gleich auf dem Hang da oben wieder rein. Ich glaube, da ist nicht mehr allzu viel. Deshalb würde ich sagen, kann ich jetzt erstmal eine Sprinttour hinmachen und die Folge an der Stelle schon mal beenden. Immer nochmal ein Rothirsch zum Abschluss auf der anderen Seeseite, also ein Tier. Auch wenn nicht ganz so viel wie auf der anderen Seite. Denn da war schon deutlich mehr Aktivität. Aber ich hole mir jetzt die nächste Lodge noch und dann können wir beim nächsten Mal auf jeden Fall da fortsetzen. Aber das soll es erstmal gewesen sein von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dankeschön euch. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.